Wir sind auf Botenjagd. Und zwar nicht so wie ein Haushund den Postboten jagt, sondern so richtig mit Axt und so. Also eigentlich doch relativ ähnlich. Wir wollen dem an die Gurgel, wir bringen ihn um mit der Axt. Ich überlege gerade, was wir alles für Orte hatten. Also wir haben auf jeden Fall hier draußen einen. Den versuche ich mal als erstes aufzumachen. Vielleicht kann ich die Axt da werfen. Und dann haben wir A und B. Die würde ich vielleicht beide... Na, ich weiß auch nicht. Ich muss, glaube ich, hoch. Auf die Balustrade. So, und dann war das hier. Ha! Gut, jetzt können wir uns da bei nächster Gelegenheit unseren Stern holen. Ich hoffe mal, das bleibt jetzt offen, denn jetzt gehe ich erstmal in Abschnitt A. Und hack hier einen auf. Und zwar war das, wo war das jetzt? Das war da vorne. Hier. Und auch hier in der Hoffnung, dass es aufbleibt, gehe ich erstmal zum Abschnitt B, weil wenn ich durchgehe, wird meine Axt despawnen, dann muss ich nochmal zum Abschnitt C zurück. Das heißt, wenn ich das jetzt nicht mache, habe ich mir effektiv einen Trip gespart. Glaube ich. Vorausgesetzt, das bleibt wirklich offen. Das können wir jetzt auch irgendwie hier verifizieren. Könnte man, wenn man jetzt schauen würde, ob das noch offen ist. Ach, das wird schon passen. Wir gehen da jetzt einfach runter. Ich möchte einen ägyptischen Boten, ich möchte Osiris. Und hier hatten wir natürlich auch noch den Abschnitt, wo wir auch noch eine Axt brauchen. Da war so ein verstecktes Kellerloch. Kann ich mich ganz genau dran erinnern. Da weiß ich aber nicht, ob ich mit der Axt hinkomme. Ich glaube, das war ein B4 oder so. Ich meine, ich kann es nochmal probieren, ob ich meine Axt verliere. B4, ja, ich glaube B4. Ja, meine Axt kommt nicht mit. Und B4 war außerdem falsch. Also gleich doppelt schlecht. Jetzt können wir gucken, ob das Ding noch offen ist. Ja, super. Ja, ein neuer Garten. Auch nicht schlecht hier. Idyllisch. Gut, dass ich wasserdicht bin als Roboter. Oh Freude, es gibt wieder ein Tetris-Spiel. Ich bin ein Genie! Ey. So. Esel. So, super gut. Hey, ich wusste genau, wie das aussehen muss. Das wäre zweimal Strom. Ich denke mal, hier könnte auch wieder ein Stern verborgen sein. So, das ist garantiert nicht richtig, wie ich hier gerade anfange. Aber irgendwie muss man ja anfangen.
Beinahe. Mein Endbereich ist zu quadratisch, nicht kantig genug. Das klappt auch nicht ganz. Das klappt auch nicht ganz. Das Teil ist verkehrt rum. Aber anders kann ich das hier nicht reinbauen. Bedem. Es soll immer so ein Viererbereich übrig bleiben letztendlich. Ich glaube, das habe ich so ähnlich schon mal probiert. Nein, so geht's. Meine erste Verbindung. Oh Stern, wo bist du nur? Kein Stern hier. Ach, ist das enttäuschend. Wo ist denn ein Stern, wenn man einen möchte? So, das muss doch aber möglich sein, oder? Die Teile hier oben so unterzubringen, dass die Schrott. Das Liebeslied der Schrottkram. Na, so klappt das ganz sicher nicht. Nein, nicht schon wieder verkehrt rumgebogen. Oh. Immer das Gleiche. Immer der gleiche Ärger. Immer der gleiche Ärger. Das Eck da unten komme ich ja gar nicht mehr rein. So quasi mit gar nichts. Das da ist nicht die richtige Größe an Restraum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Das geht auf. Wirkt aber irgendwie, als würde ich es mir unnötig schwer machen, wenn ich so anfange.
Ja, das Teil muss auf jeden Fall irgendwie untergebracht werden, bevor ich mit dem ganzen anderen Rest weitermache. Das ist eines der lästigsten Stücke überhaupt. So geht's mal wieder nicht. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Unten kriege ich auch gar nicht voll. Das ist schon wieder verkehrt rumgedreht. Ja, da bräuchte ich immer so ein Eckteil. Jetzt kann also ja nicht stehen. Das auch nicht, das geht ohne nicht auf. Das geht auf. Aber passt aber nicht. Wie man's baut, ist's falsch. Gott im Himmel, hilf mir. Danke, danke, Herrgott. Puh. Die Tetrisse machen mir nicht so viel Spaß. Ich bin auch schlecht drin. Wie gesagt, vielleicht gibt es da ein gutes System, nachdem man sich richten könnte. Also dieses, dass ich jetzt schon angefangen habe, den Leerraum abzuzählen, hilft ein wenig, aber nicht so die großartige Strategie. Tetris-Profi bin ich leider keiner. So, diesmal passe ich auf, wohin Uriel verschwindet, wenn ich da aufmache. Okay. Neue Tafeln. Ich werde den... Achso, das kennen wir ja schon. Alter. Sind alle gleich. Okay. Okay, noch ein Tetris. Sehr viele von diesen Teilen. Das ist ein total schiefes Gebiet, das auf keinen Fall aufgeht. Zudem sind alle meine Eckteile andersrum geneigt. Das heißt, meine Challenge ist, dieses Ding da unterzubringen. Ich glaube, die Ermangelung an manchen Teilen kann einem schon irgendwie weiterhelfen bei den Dingern hier.
Das kriege ich, glaube ich, nicht mehr dicht. So, hatten wir da nicht so ein System, wo man die Dinger hier drum setzt? 2, 4, 6, 12, 14. Geht nicht auf. Ist also auf jeden Fall schon falsch. 4, 6, 8, 10, 11. Überhaupt nicht richtig. Das hier lässt mir deutlich zu viele Ecken übrig. Besser, besser. Aber noch nicht perfekt. Jetzt ist es perfekt. Mal mir was an, Barachel. Zeig mir, wohin du verschwindest. Oh, einfach so. Ach ja, das ist dasselbe wie vorhin. Die Boten sind ja eigentlich gar nicht so spannend. Naja, der Vollständigkeit halber machen wir jetzt schon noch die restlichen. Hier war auch kein Stern drin, das ist auch nochmal interessant. Ich glaube, ich brauche am Ende 30 Sterne, das heißt 5 fehlen mir noch. 2 aus Leveln und 3 aus der Welt. Einen weiß ich in der Welt. Einer findet sich auf der ersten Ebene des Turms. Das heißt, wir müssen da wieder hoch und unsere beiden Konnektoren runterschmeißen. Verfolgung des Primärsubjekts wurde eingestellt. Initiiere. So, wir wollen wieder beide Konnektoren da rausholen. Mich jetzt noch erinnern würde, wie das ging, wäre das auch kein Problem. Hier war doch ein Eingang, oder nicht? Ah, da. Und dann haben wir hier einen. Wo war der andere? Ah, da drüben. Okay, na gut, die kriegen wir beide hier raus. Das war schon beim ersten Mal nicht so schwierig. Und soll beim zweiten Mal auch nicht viel schwieriger werden. Den unnötig langen Weg gegangen. So geht es etwas schneller. Außerdem habe ich, glaube ich, gerade erkannt, wie die Lösung von diesem Rätsel funktioniert. Oh shit. So, die sind beide hier unten gelandet, das ist gut. Da wollten wir sie sowieso haben. Einer irgendwie so hier, ist schon zu weit, hier. Und der andere, ja. Aber ich hoffe, das reicht jetzt auch.
Da müsste ich doch reinsehen können, oder? Denke, das müsste gehen. Ja. Ein weiteres Sternchen hier in diesem Hinterraum. Fehlt nur noch der Bote in Abschnitt A. Den mache ich, glaube ich. Ja, mal gucken, wie lange der dauert. Die Folge geht schon in Weichen. So. Zack, zack, zack. Bote, du bist hier. Ist aber auch komisch, man kommt an die Boten erst ran, wenn man quasi mit dem kompletten Rest des Spiels durch ist und Abschnitt C erreicht hat, oder? Na gut, man kann natürlich früher in Abschnitt C rein und sich die Axt schnappen. Das geht immer. Okay, wir haben mehr Tetris-Spaß. Ich habe schon mindestens einen Dom entdeckt. Okay, diesmal haben wir wenigstens keine von den lästigen Eckteilen. Oh, das hier können wir gar nicht so einsäumen. Ah doch, wir haben so eins. Einmal. So, das war nicht so schwer. Dann direkt weiter zum nächsten Dom. Hier haben wir einen. Ich sag dann immer, das war nicht so schwer. In Wirklichkeit war es genauso schwer wie die anderen. Ich habe nur schneller gut geraten. Oh, das hier ist sehr vereckt. Wir haben nur Eckteile. Mal schauen. So vielleicht. Ist auch noch nicht ganz richtig. Frage ist, was bildet den Rand? Meine Annahme wäre natürlich, wir könnten einfach mal diese Teile hier nehmen. Die bilden ja einen ganz schönen Rand. Und dann versuchen wir das Zentrum aufzufüllen und stellen fest, es funktioniert so nicht. So aber. Ich bin doch nicht klüger geworden. Lass uns weiterhin rumprobieren. Hey, das ist neu. Das wohl gut sein mag. Mein Gott, gibt's hier viel zu entdecken.
In manchen Gebieten weiß man sofort, dass sie den Rest unlösbar machen. So. Die Kiste. Jetzt könnte ich darüber fliegen, aber ich will noch nicht. Da oben gibt es nämlich auch noch was zum Aufmachen. Roter Strom. Ja, manchmal bin ich doch richtig gut. Okay, haben wir hier alles erlebt und gesehen? Das war unser Start. Ich glaube, dann haben wir hier alles abgegrast auf dieser Hälfte. Was für mich bedeuten würde, dass wir unseren Connector mit auf die andere Seite nehmen müssen. Immerhin geht's hier auch zurück. Oh, hier ist der Tempel, aber ich gehe erstmal nochmal außen rum. Man weiß ja nie, was man so findet. Vielleicht ein Sternchen. Oder ein paar Botschaften oder so. Ja, mit den Botschaften geizen sie hier bei den Boten. Und dabei heißt das doch schon Botschaft. Ah! Okay, also hier draußen ist es augenscheinlich sternlos. Sieht so aus, ja. Konnte kein Sternlein erkennen. Wenn ihr eins gesehen habt, sagt mir wo. Hier hinten jedenfalls auch nicht. Und selbe Tafeln wie immer? Ja. Dann erwecken wir mal den Boten, Alter. Das sind lustige Level. Das ist ein lustiger Level. So geht er. Kein Achievement dafür. Ich habe alle Boten erweckt. Ist das nicht großartig? Wie heißt der hier? Auch irgendein Erzengel, nehme ich an. Selafiel. Gut, dann hätten wir den auch erbeten. Dann begeben wir uns nach draußen und sind für diese Folge fertig. War jetzt nicht so spektakulär mit den Booten. Hätte ich mal früher machen können, aber dann wäre es auch nicht spektakulär gewesen, weil einsetzen wollte ich sie sowieso nicht. Gut. Das hätten wir. Bis zum nächsten Mal.